Für die Besucher des Kasseler Aue-Stadions ist dieser Bau bestimmt der wichtigste. Sowohl in der Nordkurve als auch in der Südkurve werden derzeit feste Toilettenkabinen gebaut. Ein neues Catering-Häuschen entsteht direkt daneben. Aber nicht nur am Rand des Stadions tut sich einiges. Teile der Aschenbahn vor der neuen Haupttribüne werden momentan erneuert. Der alte Kunststoffbelag wurde abgekratzt. Auf den Asphalt soll demnächst ein neuer Belag verlegt werden. Vorher werden noch neue Kabeltrassen unter der Aschenbahn verlegt. Die Anschlüsse werden unter anderem von Kamerateams benötigt. Zudem wird vorsorglich ein Heizungsrohr zwischen Sportamt und Haupttribüne verlegt. Vor dem Aue-Stadion wird derweil der große Vorplatz neu gepflastert. Ende Mai sollen dann alle Umbauarbeiten abgeschlossen sein.